Herr Werner, wie ist für Sie der geschichtliche Zusammenhang von der Idee des Grundeinkommens? Naja, es ist Ausdruck, sozusagen der äußere Ausdruck dafür, dass die Menschen immer individueller werden, immer mehr auf sich selbst zurückgeworfen sind, im positiven Sinne, und dass die Menschen immer mehr sich fragen müssen, was will ich selbst? Und das ist ja die Frage, die kommt sowieso auf uns zu, die Frage, die ist schon zum großen Teil da. Man kann es ja erleben, wenn die Menschen dann an die Grenzen stoßen. Und das bedingungslose Grundeinkommen, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, schafft jetzt sozusagen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür, dass das dann auch ohne Friktion passieren kann und sozusagen aufgenommen wird vom gesellschaftlichen Bewusstsein. Weil das gesellschaftliche Bewusstsein folgt ja dem individuellen Bewusstsein. Wenn jetzt andere Unternehmen sagen würden oder Unternehmer fragen würden, ja, aber was ist denn daran wirtschaftlich an dieser Idee des Grundeinkommens? Was ist das Wirtschaftliche daran? Ja, dass die ganze Gesellschaft würde prosperieren. Weil die Wirtschaft hängt ja davon ab, wie viel Initiative ergriffen wird. Und dadurch, dass das Grundeinkommen Raum gibt, dass einzelne Initiative ergreifen, wird das Ganze prosperieren. Wir werden staunen, wie das aufwärts geht. Zwischen anthroposophischer Geisteswissenschaft, dem, was Ihnen daran wichtig ist, und der Idee des Grundeinkommens, gibt es da Überschneidungen oder wo Sie auch gerade auch aus der Anthroposophie heraus sagen, darum muss es jetzt gehen? Naja, also wenn unsere Gesellschaft sich dadurch definiert, dass der Einzelne in der Gesellschaft sich entwickeln kann, dann ist es eigentlich nur klug, wenn man sich fragt, ja, wie ist es dann mit dem Einzelnen? Ne? Wo kommt er her? Wo will er hin? Was sind seine Lebensfragen? Was sind seine Lebensrätsel? Und dieses Füreinanderleisten, das ist ja Ausdruck unserer heutigen arbeitsteiligen Wirtschaftsweise weltweit, dieses Füreinanderleisten setzt eben voraus, dass ich den anderen gut verstehe. Und der ist der beste Unternehmer, der seine Kunden am besten versteht, weil er ja für die tätig ist. Ne? Und da kann man viele Bezüge herstellen zur Anthroposophie, zur Geisteswissenschaft, weil ja die Anthroposophie als Geisteswissenschaft aufzeigt, wo die Menschheit herkommt und einem dadurch erahnen lässt, wohin das weiterträgt. Und dass es eben jetzt darum geht, dass das individuelle Bewusstsein sich entwickelt und dadurch schaffen wir uns auch neue Rahmenbedingungen im Zusammenleben. Also wir können heute nicht mehr so zusammenleben wie vor 100 Jahren. Ich nehme einen einzelnen Punkt mal heraus. Trennung von Arbeit und Einkommen. Darüber hat Rudolf Steiner gesprochen. Ja. Warum wäre das wichtig? Naja, also das ist deswegen wichtig, weil es heute schon so ist. Das ist der Punkt. Ne? Also in Stress kommt man immer dann, wenn man die Welt anders anschaut, wie sie ist. Und wenn wir die Welt anschauen und sagen, ja, nur wer arbeitet, kann Einkommen bekommen, und wir würden genau hingucken, dann würden wir sehen, dass gar nicht so ist. Und immer dann, wenn ich mir ein Bild von einer Sache mache, was unzutreffend ist, dann ist es sozusagen die Voraussetzung für Misserfolg. Ne? Und wenn wir die Dinge aber richtig beobachten, wenn wir voraussetzungsfrei, voraussetzungslos, vorurteilsfrei, Paradigmen bereinigt sozusagen, die soziale Wirklichkeit angucken, dann sehen wir, der Mensch braucht ein Einkommen, um zu leben und er braucht die Arbeit, um sich zu entwickeln. Das eine hat eigentlich mit dem anderen nur sehr mittelbar was zu tun. Und wenn ich kein Einkommen habe, dann kann ich nicht leben. Und wenn ich nicht leben kann, kann ich nicht arbeiten. Aber wenn ich mich entwickeln will, brauche ich die Arbeit. Das heißt, es ist eigentlich schon so und das ist eher ein Bewusstseinsschritt, als dass es eine faktische Veränderung wäre. Ja, im Prinzip vollziehen wir in unserem Bewusstsein das, was sich im Äußeren schon verändert hat in den letzten 100 Jahren. Das kann man wunderbar beobachten. Und es geht immer so. Der Stress entsteht dadurch, dass die Faktizität des Äußerlichen an einem anderen Punkt ist wie unser Bewusstsein. Und je größer der Abstand ist, desto größer der Stress. Und je näher der beieinander ist, desto größer der Mut.